Burg der Tausend Spiegel von Inka und Markus Brandt. Der freundliche Vampir Viktor haust auf einer riesigen Vampirburg. Doch die Burg der Tausend Spiegel hat so viele Zimmer, dass er sich kaum zurechtfindet. Wie soll er da nur sein Lexikon der gruseligsten Vampire wiederfinden? In welchem Raum steht nochmal die Schatztruhe? Und wo verflixt hat sich sein Hund Vampi wieder versteckt? Die Spieler sollen Viktor helfen, alles wiederzufinden. Kein einfaches Unterfangen. Durch das offene Burgfenster spähen sie in die Burg und nutzen die Spiegel, die in den Korridoren hängen. So können sie ganz einfach in jede Ecke schauen und sehen, was dort versteckt ist. Burg der Tausend Spiegel hält eine originelle, innovative und außergewöhnliche Spiegelspielidee bereit. Die Kinder bekommen einen tollen Einblick in die Welt der optischen Phänomene. Durch den dreidimensionalen Aufbau des Spiels entsteht eine tolle Burgatmosphäre. Dem spannenden Spiegelabenteuer steht somit nichts mehr im Weg. Burg der Tausend Spiegel von Inka und Markus Brandt. Für Kinder ab 6 Jahren. Erschienen im Kosmos Verlag.